Vier Vorarlberger Parteien haben sich zum Vorarlberger Landesforum der Kleinparteien, kurz VOLK, zusammengeschlossen. Mit dabei sind Wir, Plattform für Familien, die Christliche Partei Österreich, die Männerpartei und die Piratenpartei Vorarlberg. Zusammen wollen sie mit einstimmigen Beschlüssen Einfluss auf die Landespolitik nehmen, wie Hannes Hausbichler von der Männerpartei erklärt. Wir wollen, dass wir in 5 Jahren unseren Wählern auch sagen können, eure Wählerstimme hat immer ihre Vertretung gehabt, war nie verloren, denn eine Stimme für Kleinparteien ist eine gewonnene Stimme mit der stärkeren Inhalten, die jede Partei zu bieten hat. Die ersten 4 Anträge wurden am Montag dem Landtag übergeben. Darin fordern sie mehr Transparenz, indem die Protokolle der Regierungssitzungen veröffentlicht werden, Zahlen zur Kontaktverweigerung zu Kindern bei Scheidungsfamilien, eine Vereinfachung von Volksabstimmungen in Gemeinden und eine unabhängige Männerberatung. Wichtig ist, dass in der Sache die Anträge umgesetzt werden, die Beschlüsse umgesetzt werden. Und da bin ich überzeugt, dass das durchaus in geschickterer Tarnung später mal Ideen der anderen Parteien sein mögen. Das ist uns egal, da dürfen auch andere ihre Etikette drüber kleben. Hauptsache ist uns etwas verändert sich. Wir erwarten uns, dass die Landesregierung nicht nur uns als Einzelpersonen betrachtet, sondern dass all diese Wählerinnen und Wählerinnen, die uns das Vertrauen geschenkt haben bei den Landtagswahlen, auch wahrgenommen, ernst genommen werden. Verantwortungsvolle Politiker müssen auf solche Anträge antworten, sonst regieren sie am Volk vorbei. Wir wollen, dass auch Kleinparteien eine Chance haben, wahrgenommen zu werden, weil sie vertreten die Interessen der Nichtgehörten.